Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei Floversum. Ja, ihr Lieben, ich habe es euch ja gesagt, dass ich versuchen möchte, so ein bisschen meine Updates, die ich mir so ins Haus geholt habe, euch hier auf dem Kanal mal wieder zu zeigen und das Ganze nicht direkt, nachdem das Ganze hier angekommen ist, direkt in den Schrank zu räumen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen was zusammengekommen und ich finde, es ist auf jeden Fall ein ganz schönes Format, auch auf anderen Kanälen, um euch einfach als Zuschauer zu zeigen, hey, was hat derjenige sich so gekauft und vielleicht ist da ja sogar die ein oder andere Empfehlung für mich mit dabei. Ja, anfangen möchte ich so mit dem letzten, was halt auch tatsächlich ganz frisch hier ins Haus geflattert ist, nämlich Detox hier von RetroGold, also meine erste Mediabook-Edition hier in dem Fall von der Firma RetroGold. Und diese Version, die hat nämlich was ganz Besonderes mit an Bord, die hat nämlich den Director's Cut vom Regisseur mit dabei. Finde ich eine wirklich sehr schöne Sache. Ihr seht dann auch hier, dass der Regisseur hier dementsprechend über dem Titel vermerkt ist. Der Director's Cut hat hier eine Laufzeit von 121 Minuten. Ja, im Vergleich zur Kinoversion, die hat nämlich 96 Minuten. Und länger heißt ja nicht unbedingt immer besser. Aber ich bin tatsächlich mal sehr gespannt hier auf diese Version. Da werde ich euch definitiv auch nochmal ein Feedback zu lassen, wie mir das Ganze da gefallen hat an der Stelle. Und ja, das Ganze war hier limitiert in dieser Cover-Variante B mit 222 Stück. Das Ganze konntet ihr vorbestellen auf der Seite von RetroGold und das war dann auch egal in welcher Cover-Variante relativ schnell ausverkauft. Es kommt jetzt noch eine Hardbox-Version und dann hoffe ich tatsächlich, dass das Ganze auch nochmal ja, in der Emery zum Beispiel erscheint, weil es wäre doch wirklich sehr, sehr schade, wenn die Director's Cut-Version nur in diesen limitierten Versionen erhältlich bleibt. Und ja, danach gab es dann hier eine 3D-Version, mal wieder seit langem auf dem deutschen Markt, nämlich hier, wie ihr sehen könnt, von Avatar Aufbruch nach Pandora. Und das Ganze ist hier eine Remastered-Version, sprich ihr habt hier tatsächlich nochmal ein viel besseres Bild wie bei der alten 3D-Version. Da hat man tatsächlich nochmal ein bisschen was gemacht. Man hat so auch das Gefühl, so Pop-Outs, also alle Effekte, die so nach außen gehen, wirken hier tatsächlich in dieser Remastered-Version nochmal besser. Dann kam auch gleichzeitig hier die Extended-Version als 4K-Version raus. Der Extended Cut zum ersten Mal in 4K statt als Blu-ray-Version. Und das Ganze hat man dann hier vermarktet in einem 4-Disc-Set. Ihr habt dann auch nochmal über 10 Stunden Bonusmaterial hier mit an Bord und natürlich den Film auch auf Blu-ray und in der Kino-Version unter anderem. Ja, und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr überlegt, die Extended-Version zu kaufen als ein Update in 4K, dann kann ich hier wirklich eigentlich keine Empfehlung aussprechen. Ich bin da wirklich tatsächlich, bin ich ehrlich zu euch, etwas enttäuscht gewesen. Ich finde tatsächlich, das Ganze ist hier so ein bisschen totgefiltert worden. Da hat mir die Blu-ray tatsächlich besser gefallen vom Bild her. Von daher tatsächlich, wenn es um ein Bild-Update für euch geht, da tatsächlich keine Empfehlung. Zum anderen muss ich sagen, ich hatte ja so in meinem letzten Video so ein bisschen über Verpackungen gesprochen und tatsächlich gerade hier aus dem Hause Disney ist tatsächlich mal hier eine Verpackungsvariante auf dem Markt, die ich so ja noch gar nicht in der Sammlung habe. Ich kann euch das Ganze auf jeden Fall mal zeigen. So, wenn ihr das Ganze hier mal so rausholt, dann könnt ihr das Ganze hier einmal aufklappen. Sieht eigentlich auch wirklich ganz schön aus so mit den Bildern links und rechts. Und ja, dann habt ihr hier tatsächlich dann die 4 Versionen zu dem Film. Sieht jetzt wirklich gar nicht so verkehrt aus. Wo sich ja viele dran stören, und das muss ich sagen, ist tatsächlich auch wirklich keine schöne Sache, ist, wie so die Halterungen hier stattfinden, weil ihr müsst das Ganze dann hier rausziehen. Bei den Blu-rays wird da jetzt natürlich nichts passieren, weil es sich hierbei nicht um DVDs handelt, weil die sind da ja so ein bisschen kratzempfindlicher wie Blu-rays. Aber euch kann das Ganze natürlich trotzdem hier links und rechts einreißen und so weiter. Ist also von der Unterbringung der Blu-rays tatsächlich nicht so doll gelöst. Und ein weiterer Nachteil hier tatsächlich ist, wenn ihr das Ganze so ins Regal stellt. Weil ihr seht schon, das Ganze ist wesentlich breiter als wie jetzt eine Emery oder ein Mediabook. Und wenn man das so macht wie ich, dass ich sage, ich stelle vieles so in zweiter Reihe, ja, ist natürlich in dem Fall hier gar nicht möglich. Dann wird das Ganze halt hier wirklich komplett aus dem Regal ragen. Ja, dann gab es hier die wattierten Mediabooks aus dem Hause Nameless von Terrifier 1 und 2.
Und da muss ich euch sagen, bin ich wirklich absolut zufrieden mit. Wer sagt, ich möchte da auf jeden Fall nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, dem kann ich da auf jeden Fall mal ein Einzelvideo dazu empfehlen. Den Link dazu schicke ich euch auf jeden Fall in die Infobox. Ja, dann gab es hier eine 4K UHD Weltpremiere und zwar aus dem Hause Turbine mit Barb Wire. Pamela Anderson hier in der Hauptrolle und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Film, da kann man richtig Spaß mit haben. Und ja, kleiner Wermutstropfen ist tatsächlich hier, dass es sich zwar um die Unrated-Fassung und die Kinofassung handelt. Die Unrated-Fassung ist aber weiterhin nur auf der Blu-ray erhältlich, auf der 4K, wie gesagt, dann nur die Kinofassung. Aber trotzdem ganz schön, den Film auch mal in 4K zu erleben. Und dann gab es hier das Mediabook zu Saw 10. Das hatte ich euch ja bereits auch nochmal in einem Einzelvideo vorgestellt. Und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass die Reihe wirklich so ein bisschen zu den Wurzeln wieder zurückgekehrt ist. Tobin Bell hier als John Kramer ist auch wieder mit an Bord. Und ja, viele haben ja Saw Spiral ziemlich stark kritisiert. Und tatsächlich wird Saw Spiral hier im Bonusmaterial nochmal angesprochen. Ich hatte mir das Ganze nochmal angeschaut. Und es ist wirklich der Wahnsinn, wie ehrlich die Macher eigentlich da sind. Weil sie kritisieren jetzt Saw Spiral nicht direkt, aber sie sagen, eigentlich war Saw 10 ursprünglich Saw 9. Also man hatte das Ganze schon ja, in der Schublade quasi, hatte die Idee dazu. Ja, bis dann halt wirklich Chris Rock kam und sagte, hey, ich würde ganz gerne in einem Saw-Film mitspielen, ich habe eine Idee dazu. Und wie wär's? Ja, und irgendjemand dachte dann wohl, ja, das ist eine gute Idee. Und so ist dann halt Saw Spiral am Ende entstanden. Ja, im Making-of sagt man dann aber, hey, ja, wir haben ja jetzt diesen Film gemacht. Wir haben aber auch noch die Idee zu Saw 9 gehabt. Machen wir doch jetzt einfach Saw 10 daraus. Ja, und dementsprechend habe ich den Film ja hier jetzt hier in der Hand. Und ich muss sagen, ja, so kann man auf jeden Fall auch sagen, dass das nicht unbedingt eine gute Idee war mit Saw Spiral. Dann gab es hier noch ein Mediabook zu einem Film, den ich eigentlich schon in der Sammlung hatte oder habe, aber ich konnte hier wirklich als Halloween-Fan wirklich nicht Nein sagen, und zwar Halloween aus dem Jahre 2018. Ist auf jeden Fall mit Halloween Kills einer meiner Lieblingsfilme von der Trilogie. Und ja, das Cover hier sieht auf jeden Fall richtig schick aus und es lag halt auf der Filmbörse beim Filmkult Bochum und da konnte ich tatsächlich einfach nicht Nein sagen. Grüße gehen hier raus auch auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Und ich habe zwar auch schon hier diese Cover-Variante, muss sagen, gefällt mir auch richtig gut hier mit der Maske, aber ja, bei Halloween, da werde ich einfach schwach und ich finde, diese blaue Variante passt auf jeden Fall auch ganz gut hier zu dem Halloween Kills Cover. Dementsprechend hier Halloween. Ja, Halloween ist halt so ein bisschen einer meiner Lieblingsfranchises. Dann WandaVision, eine Serie, die es sehr, sehr lange nur auf Disney Plus gab und wo viele eigentlich schon gar nicht mehr dran geglaubt haben, dass Disney nochmal hingeht und das Ganze als physisches Medium veröffentlicht. Ja, es kommt ja auch noch wesentlich mehr, unter anderem halt auch die Obi-Wan Kenobi-Serie oder halt noch weitere Marvel-Serien wie zum Beispiel Falcon and the Winter Soldier. Und ihr habt hier das Steelbook, wo dann halt die 4K-Variante und die Blu-ray-Variante mit drin ist. Das Ganze kostet knapp 60 Euro und ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo viele gesagt haben, hey, das hätte ich mir so ein bisschen anders gewünscht. In den USA zum Beispiel gibt es ja die Blu-ray-Variante als Steelbook und die 4K-Variante als Steelbook jeweils nochmal getrennt. Und ja, dadurch kann man sich das Ganze am Ende dann auch aussuchen. Hier muss man dann beides in einem Set kaufen, was sich natürlich im Preis dann auf jeden Fall bemerkbar macht. Ja, dann ein weiteres Steelbook, nämlich Aquaman and the Lost Kingdom. Und den Film hatte ich ja bereits auch schon im Kino gesehen. Und ich finde tatsächlich, der Film ist gar nicht so schlecht, wie ihn viele machen. Ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß, war auf jeden Fall ganz gute Unterhaltung. Zwischendrin ist so ein bisschen ein Hänger drin und die Geschichte kommt nicht so ganz gut voran. Aber gerade was für den Anfang und das Ende betrifft, war ich da auf jeden Fall absolut zufrieden. Schade ist allerdings, wie man das DC-Universum damit, was ursprünglich von Zack Snyder gestartet worden ist, dann beendet hat. Weil das hier, das ist eigentlich kein würdiger Abschluss. Und ja, James Gunn macht ja jetzt dann dementsprechend mit Superman Legacy seinen neuen Film. Und das Ganze startet dann im nächsten Jahr, 2025.
Aber man hätte das Ganze doch wirklich so ein bisschen anders zu Ende bringen können, finde ich. Ja, dann gibt es hier den neuesten Teil der Tribute von Panem-Reihe. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, auch wie der ist. Den habe ich im Kino jetzt verpasst gehabt. Was ich aber ganz interessant fand, war, dass es ja damals auch ein Casting gab, was so damals so ausgerufen worden ist, wo sich ja, Komparsendarsteller bewerben konnten für eine Rolle im Film. Und das Ganze wurde dann auch tatsächlich hier in Deutschland teilweise gedreht, nämlich im Landschaftspark Duisburg. Finde ich jetzt auch gar nicht mal so verkehrt. Dann gibt es jetzt etwas, wo viele sagen würden, oh Gott, wenn ihr Tribute von Panem schon schlimm fandet, dann werdet ihr jetzt vielleicht sagen, oh Gott, wie kann er sich nur sowas kaufen? Ich bin ganz ehrlich, ich zeige es euch trotzdem, weil es bei mir einfach so ein bisschen mit Kindheit zu tun hat. Und zwar der vierte Pokémon-Film. Ja, Pokémon 1 bis 3 sind auch schon als Blu-ray in der Sammlung. Die gab es ja auch noch nicht so lange, den zweiten und dritten. Und ja, ich habe mir jetzt gesagt, komm, den vierten, den nimmst du dir noch mit. Weil danach hat das Ganze irgendwie für mich geendet. Danach war es für mich einfach nicht mehr interessant. Aber ja, mit dem vierten endet so meine persönliche Reihe quasi aus der Kindheit. Und ich habe wirklich die Filme auch gerne damals im Kino mir angeschaut. Und es gab dann damals auch so eine Promokarte. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht euch daran erinnert, aber die konnte man dann halt an der Kasse bekommen, so eine Sammelkarte von Pokémon. Und ja, das war auf jeden Fall schon damals irgendwie so ein Grund zu sagen, hey, finde ich gut, dass man das da auf jeden Fall mit beigibt. Ja, und dann kommen wir hier zu The Marvels. Und ja, das war ja ein Film, der mich absolut enttäuscht hat. Nichtsdestotrotz, für die Sammlung aus Vollständigkeitsgründen habe ich mir diesen Teil hier geholt. Auch wieder in 3D aus Japan. Und die Emery-Variante, die hier auch mit der 4K deutschen Ton hat, die bekommt dann auch wieder mein Kollege, der liebe Movie Seeker. Ist irgendwie so eine Tradition geworden, dass der dann halt die 4K mit der deutschen Tonspur bekommt, weil es mir hier im Wesentlichen um die 3D-Variante geht. Und auch seinen Kanal verlinke ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ja, und wir nähern uns so langsam dem Ende. Zwei Boxen habe ich noch für euch. Und zwar einmal hier die fünfte Box zu Dragon Ball und einmal die erste Box mit Dragon Ball Z. Ja, und da muss ich sagen, das ist auch eine Serie, die auf jeden Fall mit Kindheit auf jeden Fall zu tun hat, die ich mir immer noch gerne anschaue. Und ja, eine Box fehlt hier noch bei Dragon Ball, dann haben wir die Reihe komplett und das Schöne halt auch dementsprechend ungeschnitten in Deutschland, weil die waren halt immer im deutschen Fernsehen geschnitten damals auf RTL 2. Und ihr habt hier natürlich neben der deutschen Tonspur auch die japanische Tonspur und das Bildmaster ist aber letztendlich dann dasselbe und dadurch habt ihr das Ganze dann umgeschnitten. Das Ganze wechselt zwar in der Tonspur dann bei den Stellen, die dann zum ersten Mal umgeschnitten sind, weil die halt damals klar natürlich nicht synchronisiert worden sind. Aber ich freue mich, dass das Ganze jetzt ungeschnitten daherkommt. Genauso wie hier im Fall von Dragon Ball Z, ja, wo tatsächlich nochmal jede Menge mehr geschnitten worden ist, damals auf RTL 2. Und gerade hier Dragon Ball Z, das hat so viele Fans hier in Deutschland. Und ja, während ich so ein bisschen über die Serie spreche, muss ich auch wieder an den zu frühen Tod von Akira Toriyama denken. Ja, er möge auf jeden Fall in Frieden ruhen. Ja, und neben den Filmen möchte ich auch ein bisschen jetzt über meine Hot Toys Figuren sprechen. Ja, weil es gab jetzt auch immer wieder mal Zuschauer auf dem Kanal, die gesagt haben, hey, zeig doch mal ein bisschen deine Figuren auch oder wenn du was Neues bekommen hast, sprich doch mal ein bisschen drüber. Ja, und die Gelegenheit wollte ich auf jeden Fall jetzt nutzen. Ja, und zum einen gab es halt hier Robocop, ja, die Figur zum dritten Film. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, mir ging es hier gar nicht darum, die Figur aus dem dritten zu haben. Ich hätte mich auch prima über die Figur aus dem ersten Teil gefreut. Aber ja, zum dritten Teil hat Hot Toys gesagt, bringen wir doch jetzt mal hier die Figur. Und wenn ihr euch so generell so ein bisschen für das Thema Figuren interessiert hier auf dem Kanal, dann schaut doch mal gerne, wenn ihr mögt, auf meinem Short-Bereich vorbei. Da filme ich dann immer wieder die Figuren auf jeden Fall, wenn ich sie so zusammengestellt habe. Und Robocop hier auf jeden Fall ein richtiges Highlight für mich, dass die den jetzt nochmal gebracht haben. Der hat nämlich hier dann auch einen Metallanteil. Also der ist schon wirklich gar nicht mal so leicht in dem Fall. Und dann gab es hier noch eine Figur zu einer Star Wars Animationsserie, nämlich den guten Wrecker hier aus The Bad Batch. Und ich muss sagen, das ist ja auch eine Serie, die ich wirklich absolut mag. Weil die ist so ein bisschen, ja, gerade so jetzt in der dritten Staffel ein bisschen düsterer gehalten. Man hat nicht so viel Filler-Folgen bis jetzt. Und zeitlich spielt das Ganze tatsächlich ja in der Zeit, nachdem das Imperium quasi übernommen hat und an die Macht gekommen ist.
und man sieht das Ganze so aus der Sicht der Klone, wie die damit umgehen, weil die ja mal für die Republik gekämpft haben und jetzt halt ja teilweise fürs Imperium kämpfen und teilweise halt auch nicht. Aber ja, schaut da auf jeden Fall die Serie, wenn ihr euch dafür so ein bisschen interessieren solltet. Ja, und Wrecker hier, das ist jetzt ein Klon von der Kloneinheit 99. Die sind so ein bisschen besonders, sag ich mal, in dem Fall. Man hat da so ein paar Experimente durchgeführt und Wrecker hier in dem Fall, der ist tatsächlich so ein bisschen größer und ein bisschen kräftiger. Dementsprechend ist die Figur auch tatsächlich was größer wie die anderen. Ist halt wirklich eine ganz tolle Figur geworden. Gerade weil ihr halt hier nicht nur die Figur mit dem Helm dabei habt, sondern hier auch nochmal ein extra Head. Und man ist hingegangen bei Hot Toys und hat das Ganze halt nicht so im Animationsstil rausgebracht als Figur, sondern man hat sich halt überlegt, wie könnte das Ganze wirklich als Realversion aussehen. Und da hat man dann die Köpfe halt ja in einer realen Version nachgebildet. Fand ich eine schöne Inspiration auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir hier zu der letzten Figur aus diesem Monat. Ja, und das ist hier der Green Goblin, der ja in dem Film von William Dafoe gespielt wird. Ich muss sagen, war auf jeden Fall richtig schön, dem neben Doc Ock auf jeden Fall nochmal in dem Spider-Man in den No Way Home zu sehen. Ja, Hot Toys hat dazu dann halt auch nochmal eine Figur rausgebracht und die ist auch wirklich der absolute Wahnsinn. Ihr habt halt wirklich den Gleiter dann auch nochmal passend dazu und das Ganze nimmt auf jeden Fall gut Platz in der Vitrine weg. Aber ist halt wirklich ein absoluter Hingucker. Und ja, ihr seht schon, auch die Kartons selber von Hot Toys sind auf jeden Fall ja, nicht gerade unschön. Also die machen auch schon ein bisschen was her. Und ja, damit sind wir auch durch, was die Figuren betrifft. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, hey, fand ich auf jeden Fall eine schöne Sache, dass du da auch ein bisschen drauf eingegangen bist. Weil, wie gesagt, das wollte ich so ein bisschen für die machen, die gesagt haben, hey, zeig doch mal ein bisschen was. Ja, ja, und damit sind wir hier auf jeden Fall auch am Ende. Wie gesagt, gab so das ein oder andere diesen Monat. Ich hoffe, für euch war vielleicht auch was mit dabei, weil schließlich mache ich das Ganze auch deswegen mit. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich hier raus an der Stelle. Habt auf jeden Fall noch ein paar richtig schöne Tage. Macht's gut und ciao.